Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge der Hunter Call of the Wild. Ich habe ungefähr vor 2 Monaten mein Grind gestartet für Rothirsch, dass ich auch mein Grade 1 irgendwann mal bekomme. Mal schauen. Ich hoffe, dass er bald auftaucht, weil mittlerweile sind es 7 Dias auf Teavor und ein Kumpel von mir, der Bro, so gesehen, mein Bro Hunter, wir haben echt mega viel gejagt. Er hat auch schon an die 7 oder 8 Stück schon mittlerweile, oder sind es schon 10? Ich habe immer so einen Wechsel, wenn gerade der Rothirsch-Grind mir ein bisschen aufregt, mache ich lieber noch einen Grind nebenzu auf Mexiko, bevor der Patch kommt. Apropos Patch, da wollte ich euch noch was dazu sagen. Die nächsten Tage, ich denke mal so 1 bis 2 Tage wird es dauern. Da lese ich euch die ganzen Patch Notes vor. Macht dazu nur ein Video. Ihr seht mich und wie ich da vorlese. Und würde mich mega interessieren, wie ihr die Patch Notes findet für Februar. Weil, so wie ich mitbekommen habe, glaube Ende Februar kommen die. Und mal schauen, was da euch gefällt oder was noch fehlen würde. Ja, speziell jetzt zum Beispiel Mississippi. Finde ich die Patch Notes ganz okay. Aber selber würde ich sagen, mit den Krokodilen müssen sie sich nur was einfallen lassen. Gerade wenn man sie geschossen hat, ja, dass sie gleich wieder auftauchen auf eine Art, wenn man sie erlegt hat, ja, sowas. Ja, aber jetzt zurück zum Grade 1 Grind und ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken vom Video. Ich lasse einfach das Video so laufen, ohne dass ich da ein bisschen Commentary dazu mache. Und ich wünsche euch da viel Spaß beim Schauen und beim Cybergrinden. Bis dann, euer Kaliber.